Jetzt sind sie ganz unten. Endgültig Tabellenletzter. Schlechter geht es nicht. Sportlich ein desolater Auftritt gegen Wolfsburg. Dazu die Halbzeitprügelei zwischen Wallon Berami und Johan Giroud. Auch Trainer Peter Knebel kann den freien Fall des HSV nicht bremsen. Trotzdem hält Dietmar Beiersdorfer an ihm fest, will keinen weiteren Trainerwechsel. Ja, also ich glaube, das ist jetzt, ehrlich gesagt, habe ich auch keine Lust, das zu diskutieren jetzt. Da gibt es kein Gedankenspiel. Knebel bleibt also auf Gedeih und Verderb. Stellt weiter seine Spieler an den Pranger, nennt Klebers Fehler öffentlich einen Horror. Auflösungserscheinungen beim großen Hamburger SV. Fakt ist, dass wir 25 Punkte haben und 16 Tore geschossen haben. Also von allen Seiten unzureichend. Und da muss ich jetzt nicht über einzelne Spieler diskutieren. Wir müssen als Mannschaft besser sein und uns mehr wehren und aufstehen und auflehnen dagegen. Dabei spielt es auch schon gar keine Rolle mehr, wie die Konkurrenz spielt. Wir haben auch keine Lust mehr drauf zu gucken, ob der Gegner gewinnt oder ob er verliert, sondern wir müssen unsere Spiele gewinnen. Dazu bedarf es, dass man vernünftig trainiert, dass man versucht, Tore zu machen und keine individuellen Fehler zu machen, wie wir die letzten zwei Spiele gemacht haben und uns da auf die Verliererstraße bringen. Unter Beiersdorfers Führung sollte alles besser werden. Der HSV sollte ein neues Gesicht bekommen. Doch während man in Richtung zweite Liga rauscht, wird in Hamburg nicht etwa über den Abstiegskampf geredet, sondern über Thomas Tuchel. Der Eindruck bleibt, in den Planungen der Zukunft wurde offenbar die Gegenwart vergessen. Wir haben alles versucht, diese Saison so auszugestalten, dass sie erfolgreich ist. Wir wussten, dass es eine schwere Saison wird und das ist sie nach wie vor. Dietmar Beiersdorfer sieht sein Projekt gefährdet, sieht seinen HSV am Abgrund. Aufgeben will er aber noch nicht. Die Frage ist nur, ob das bei seinen Spielern auch ankommt. Jetzt geht's los. Jetzt sind 6 Spiele, die ganz wichtig sind und es gibt noch genügend Punkte. Wir werden nicht zulassen, dass wir hier schon in die zweite Liga geredet werden.